So, das war jetzt nur Trainingsgeplänkel, liebe Zuschauer, jetzt reden wir mal über ernsthaften Fußball, ja? Und zwar morgen in Istanbul, Endspiel in der europäischen Königsklasse, Manchester City gegen Inter Mailand. Die Briten gelten als Favoriten, sind in einer bestechenden Form. Ja, gerade erst gewannen sie die englische Meisterschaft. Ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen. Und sogar den Pokal. Das Triple wäre für das Star-Team um Trainer Pep Guardiola ein Riesenerfolg. Naja, und für den Katalanen der erste Champions-League-Titel mit Man City. Doch auch Inter spielte eine Top-Saison und die Italiener sollten auf gar keinen Fall unterschätzt werden. City-Trainer Pep Guardiola strahlt absolute Gelassenheit aus vor dem wichtigsten Spiel der Saison. Deswegen darf diese Geste von ihm auch nicht so interpretiert werden, dass sie in Manchester auf einmal noch Bammel bekommen. Ich bin mehr als ruhig und so dankbar dafür, was die Spieler bis jetzt getan und erreicht haben. Aber das Finale ist völlig anders. Was ich deswegen nun in diesen letzten Tagen vor dem Endspiel machen werde, ich versuche zu verstehen, wie wir in dieser Partie auftreten müssen. Denn für Pep Guardiola ist seine Mission in Manchester nur vollendet, wenn die Champions League gewonnen wird. Diesen Titel hat City generell noch nie geholt. Vor 2 Jahren ist der Club im Endspiel am FC Chelsea gescheitert. Jetzt haben die Citizens mit Pep Guardiola die nächste Gelegenheit auf diesen großen Triumph. Ich war immer der Meinung, wenn du das Finale erreichst, hast du eines Tages das Glück und gewinnst es auch. Es ist schwer, das nur einmal im Leben zu erreichen und direkt zu jubeln. Das Wichtigste ist es deswegen, dabei zu sein. Und wenn du diese Gelegenheit hast, dann willst du sie auch nutzen. Manchester City mit Erling Haaland wird von vielen als klarer Favorit gesehen in diesem Endspiel. Genau darin könnte auch die Schwierigkeit liegen. Bloß nicht ausrutschen, lautet deswegen die Devise. Denn Inter Mailand muss nun mal erst noch besiegt werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.